Die Hockey-Damen und Herren des CC 1899 Blau-Weiß beenden die Saison mit einem Spieltag, der nicht spannender hätte sein können. Die letzten Spiele halten nicht nur einen dramatischen Abstiegskampf bereit, sondern auch ein packendes Hauptstadtderby gegen den TuS Lichterfelde, in welchem sich die Teams nach hartem Fight mit einem 3:3 treffen. Ich bin sehr zufrieden, gerade wenn man sich auch überlegt, wie wir uns über die Saison entwickelt haben. Jetzt auch letztes Wochenende, aber auch dieses Wochenende hat man nochmal gesehen, wie viel Potenzial in den Jungs steckt und was passieren kann, wenn man es eben ausschöpft. Dabei sind es die Gäste aus Lichterfelde in Weiß, die den besseren Start in die Partie erwischen. Sören Bieg und Fabian Posselt netzen innerhalb der ersten 8 Minuten zum 2:0. Danach bleibt es, wie ein Derby eben zu sein hat, weiterhin spannend und emotional aufgeladen. Denn Blau-Weiß ist dran, lässt sich durch den Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und kommt immer wieder zurück. Sogar als sie in der 53. Minute durch das 2:3 von Johannes Dimter wieder in Rückstand geraten. Letzten Endes ist es Moritz Kehlitz, der den Blau-Weißen mit seinem Treffer zum 3:3 einen Punkt und somit den dritten Tabellenplatz sichert. Klassisches Derby, es ist viel Körperkontakt, viel heiße Szenen, jeder Schubs, jeder will den Sieg unbedingt. Und ich denke, dadurch ist ein Unentschieden eigentlich ein faires Ergebnis für beide Teams, sehr gutes Spiel. Auch wenn wir, ich denke mal, eines der besten Spiele der Rückrunde bisher gemacht haben, geht ein Unentschieden, denke ich, in Ordnung. Etwas anders sieht es bei den Damen aus. Denn um den Klassenerhalt der zweiten Liga zu sichern, hätte gegen den Tabellennachbarn vom ATV Leipzig unbedingt ein Sieg hergemusst. Stattdessen hängende Köpfe und sichtliche Enttäuschung nach dem Endergebnis von 1:4. Natürlich bitter, tut weh und ja, ist keine schöne Situation. Aber ich glaube, auch damit muss man lernen, umzugehen. Wir versuchen irgendwie, das abzuhaken und uns nächste Saison wieder hochzuarbeiten und dann auf jeden Fall wiederzukommen in die zweite Liga. Dabei sieht es für das Team um Svenja Liebig in Weiß anfangs ganz gut aus. Zwar müssen sie in der 23. Minute das 0:1 durch Beatrice Calvert hinnehmen, können zu Beginn der zweiten Hälfte aber per 7 Meter wieder ausgleichen. Es bleibt weiterhin eine Partie auf Augenhöhe, bis die Gäste aus Leipzig 8 Minuten vor Schluss ihre Ecke nutzen und mit 2:1 in Führung gehen können. Der endgültige Genickbruch, dann der Doppelpack von Cosima Rock-Teschel zum 3:1 und Endstand von 4:1. Nun sind es die Leipzigerinnen, die den Klassenerhalt feiern. Für Blau-Weiß geht es in die Regionalliga. Dennoch, das Gegentor fiel das 2:1. In dem Moment haben wir das Spiel einfach aus der Hand gegeben. Davor, gerade im dritten Viertel nach dem Tor auch, waren wir einfach dran, hatten unglaublich viele Chancen, kriegen den Ball nicht ins Tor und ja, wie es im Sport ist, kriegt man hinten einen rein, kann man halt irgendwann nicht mehr aufholen. Es heißt also nach vorne schauen und am Ende bleibt ja mit den Herren immerhin ein kleiner Erfolg für Blau-Weiß. Bis zum nächsten Spiel haben beide Teams erst einmal Verschnaufpause, bevor es im Herbst weitergeht. Bis dahin bleibt genug Zeit, um die Saison gebührend ausklingen zu lassen und sich auf die neuen Aufgaben vorzubereiten.